Na, geht's dir wieder gut? Sorry, du hast gute Arbeit geleistet, aber... Hoffentlich sind's nicht wieder wilde Kuhle. Oh. Du machst wohl Witze. Fusionszellen. Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Das bedeutet Krieg. Moment. Gleich erst. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Was war das? Zeit, sie fertig zu machen. Ich weiß, dass du hier bist. Wo sind wir hier? Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Willst du ein Spielchen mit mir spielen, was? Nee, ich weiß nicht mehr, wo du bist. Ach, sind wir hier oben, wo ich vorhin die Leute aufgeräumt habe? Moment. Du musst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Ganze Aufregung wegen nichts. Warte, ich bin blind? Weil ich da Auge rausgeschossen wird. Ja. Das hat ein Gewicht von 5. Ja. Na gut. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Ach, wo kommst du denn her? Ich bleib halt da hinten drin. Ich werde dich finden. Ich habe 857 Schuss für das Ding. Zeig dich! Los! Wenn du dich taust, krieg dich mal wieder in den Griff. Wisst ihr mal, wo ihr seid? Oh weh. Endstation! Wer? Ach, hör mal auf. Moment. Da steht noch einer. Alter, wie viele sind denn da? Da ist noch einer. Was? Okay, zum Glück treffen die nicht. Tschüss. Aufladen. Wow, what? Ich mach das nicht mehr. Ist doch gut. Mal den zu treffen. Na komm. Ups. So. Och, da ist noch einer.
Hast du noch gemacht? Das, hast du mir jetzt was weggenommen? Gib die Sachen zurück. Ich brauch die noch. Ich muss mal eben ganz kurz gucken, bin ich eigentlich fertig auf der Map? Irgendwie schon, ne? Abgeschlossen. Ich könnte zur Not auch nochmal neu hier hin. Die ganzen Looten. Da kam nur einer hin und hat irgendwas geklaut. Hm. Ich hab zu viele Sachen bei. Ich will mal ganz kurz nur so gucken, ob hier irgendwas ganz Tolles liegt. Was ich unbedingt mitnehmen muss. Patron auf jeden Fall. Nur verpickte Feiglinge verstecken sich. Bitte was? Das können wir gebrauchen. Splittergranaten. Impro-Pistole. Die Sachen lassen wir mal liegen. Telefon, nice. Ein Stimpack. Hm. Das, ja, war leckeres Essen. Wie gesagt, wir können die auch nochmal liegen lassen. Wir können auch nochmal hier zurück. Wo sind wir hier eigentlich? Ach, da sind wir reingegangen? Naja, sind wir nicht wirklich weit gekommen. Außer, dass wir die Dinge abgeschlossen haben. Hier kann man nochmal schön looten. Das. Okay. Hm? Was ist denn? Was ist Hundi? Boah, das sieht doch schon cool aus. Nee, du? Ja, ich will gerade überlegen. Soll ich mal ganz kurz zurückreisen? Wir können ja eigentlich wieder hinreisen, damit ich mal kurz die Sachen leer machen kann. So. Mal gucken. Das Ding haben wir ja abgeschlossen. Wir könnten theoretisch auch die Quest abgeben gehen. Hm. Du habe ich eigentlich ein Level Up gehabt? Oh ja, ich hatte ein Level Up. So, da muss ich mal ganz kurz mein schlaues Handy aktivieren. Wenn es mal reagieren würde. Jo, Handy. So. Ich hätte die eigenen Bilder auf Wunsch mal aufmachen können. Sekunde. Da haben wir es doch. So, wir brauchen noch bessere Drogen, lokale Anführer. Hm, Schmied. Haben wir Schmied schon? Nee, Schmied haben wir noch nicht. Wo ist denn unser Schmied? Da haben wir Schmied. Wirf die Schmiede an und erhalte Zugang zu Standard und Rang 1 für Nahkampfwaffen. Hm. Ja, das brauche ich eigentlich nicht. Rüstmeister, Wissenschaft, Waffenfreak. Rüstmeister, Wissenschaft, Waffenfreak. Dann habe ich eigentlich alles. Ich bin gerade mal überlegen, was könnte man theoretisch noch nehmen? Ich wollte auch schon mal Charisma weiter leveln, damit wir ein paar bessere Optionen bekommen bei den Quests. Ich müsste mir eigentlich alle mal durchlesen und mir da irgendwie, weiß ich nicht, persönlich die besten raussuchen. Der Weg zum nächstgelegenen Questziel wird in Wetz angezeigt. Was? Meisterhändler. Ja, Händler ist ein gutes Ding. Eigentlich brauche ich irgendwie gar keinen Händler. Automatische Waffen 20% mehr Schaden verursachen. Okay. Hm,
Dein Wissen über moderne Computer ermöglicht dir, damit zu hacken. Ja, hacken ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Andererseits, Schlösser knacken ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Mit deinen flinken Fingern kannst du Schlösser einfacher knacken. Außerdem hast du die Möglichkeit, fortgeschrittene Schlösser zu knacken. Wahrnehmung von 4. Ich glaube, das nehmen wir mal. Ich glaube, das ist gut. Gut. So, wir sind angekommen. Wir schmeißen mal ganz kurz die Sachen alle raus. Andererseits, nein, das nicht. Bitte, Transfer. Den ganzen Sport hier rein. Hey. Du mir mal eben ganz kurz deine ganzen Sachen, beziehungsweise nicht deine ganzen Sachen, sondern das. So, ich muss gucken, dass ich den Teddy drin lasse. Gut, Teddy, wer kommt da? Teddy, so, und den Rest nehmen wir wieder mit. So. So, Schrott haben wir da drin. Achso, ich habe mir, was ich gar nicht erzählt habe, ich habe mir so eine kleine Hütte gebaut. Und die sind noch gar keine Hütte, die sind nur ein paar Wände. Ich wollte mir da selber so eine kleine Hütte bauen mit so ein paar Koffern drin und solche Sachen. Damit ich da ein paar, naja, mich ein bisschen gemütlich einrichten kann. Aber da kam ich sonst noch nicht weiter wirklich dazu. Da habe ich ganz kurz vor der Aufnahme noch gemacht. So. Kleidung. Okay, da wird einiges von kaputt machen. Aber wir haben ein bisschen Material zusammen. Ich muss halt darauf achten, dass ich genug auch Kleber zusammenbekomme. Ich habe nichts getötet, dass ich irgendwelche braten kann. Nichts, keine Suppe. Kein Kleber, ich kann gar nichts machen, eine tolle Wurst. Das Wetter ist auch nicht mehr das Schönste. Naja, also ich zeige mal ganz kurz. Das ist meine Hütte, wo die Wände irgendwie ganz komisch auseinander stehen. Ich bin da für eine Hütte gebaut. Ich glaube, ich back da nochmal andere Wände dran. Oder? Kann man eine Seite hier reingucken? Mal gucken. Ich kann nicht rein, unter drüben kann ich wieder raus, weil ich mir da vielleicht einen kleinen Garten basteln wollte. Irgendwie hier so. Oh, mal gucken. Ich weiß noch nicht, so, wie gesagt, weil mehr habe ich ja noch nicht hingekriegt. Eine kleine Hundehütte im Garten oder so. Okay, du pfeifst ja noch eine Runde rum. Das ist ein Scherz. Da glaube ich. Ich krieg dich da runter. Und dann stelle ich den Stuhl irgendwo am Rand hin. Wirklich am Rand. Dann kannst du da irgendwo in der Ecke sitzen. Im Gebüsch. Das ist mir so egal. Das ist doch nicht wahr. Wie bist du da hochgekommen? Wer hat dir da hochgeholfen? Ernsthaft. Ich möchte gerne hier hinreisen. Danke. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich alles gemacht habe. Ich glaube aber schon. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Also leer gemacht habe ich mich. Inventar. Ja, sieht gut aus. So, ihr Kollegen. Kollegen? Nach hinten. Oder wie empfand es hier Angebot? Da könnte man ja theoretisch mitnehmen. Das ist ja nett. Hallo. Kollegen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Hey. Hast du die Raider gefunden? Den Minutemen anschließen, mach dir keine Sorgen um sie. In den Arsch getreten, hab mich um sie gekümmert. Ja. Ja, ich hab ihn für euch in den Arsch getreten. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört hab. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Kein Ding. Ich brauche zum Beispiel Tomaten. Wie sieht's aus? Kann ich die mitnehmen?
sieht schon cool aus. Und so Licht und alles haben sie wirklich drauf. Cool. So, hier darf ich jetzt... Ja, ich darf hier bauen. Das ist ja nett. Ja, Moment mal, also wenn ich hier bauen kann... Scheint wirklich was zu werden. Super. Ich will die aber auch nicht hier lassen. Ich bin gerade am gucken, ob ich die vielleicht irgendwie rüberschieben kann. Das andere Dorf. Oh. Moment. Der letzte Händler, der hier durchkam, hat mir von der Ghoul-Farm westlich von Salem erzählt. Er sagte, die hätten Teerbeeren in einem alten Swimmingpool angepflanzt. Hey, ist doch gut. Schön, dass Sie nach den Ereignissen in Diamond City wieder auf die Beine kommen. Teerbeeren im Swimmingpool. Warum bin ich nicht darauf gekommen? Habe ich ihn nicht gelootet? Du? Diese Person kann nicht aus dieser Siedlung entfernt werden. Warum? Ich wollte ihn in eine andere Siedlung schieben. Ihr habt keinen Schutz. Die Moral geht runter. Ihr seid doch durch. Ich wollte hier Schutz haben, weil ihr mit zwei Mann hier wartet, oder was? Ihr seid doch durch. Ja, tut mir leid, ich habe hier nichts. Kann ich eure Bude leer räumen? Warte, Moment mal eben. Zahlt sich aus. Boah, das stimmt. Andererseits gibt es doch gar kein Karma mehr hier, oder? Also von daher. Oh, eine Matratze lege ich mir jetzt mal hin. Können wir nicht mal was looten? Haben wir nicht mal was übrig gelassen? Kann ich mir einfach in den Kopf schießen? Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Ja, das weiß ich. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Okay. Also, Sachen tauschen heißt danke, 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 Plünderer-Outfit. Hm. Danke. So, genug getauscht. Ich möchte mit dir auch mal tauschen. Stimm mal auf. So, gib mir mal deine Sachen. Ich meine, tauschen wir. Zu wissen, dass diese Raider erledigt sind, wird echt helfen, nachts wieder ruhig zu schlafen. Zu wissen, dass du so eine komische Stimme hast, hilft mir nichts, nachts gut zu schlafen. Ich will nur ein bisschen handeln. Klar. Oh, danke. Wer sollte sich verteidigen können? Egal. So, genug gehandelt. Darf ich euch jetzt beklauen? Die haben ja nichts. Nee, nicht mal was bauen. Ich weiß nicht mal. Moment mal eben. Bitte. Wo haben wir Charisma? Einsam umherziehen da. Wer braucht schon Freunde, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist? Nein. Kampfhunde. Als Anführer an diese kannst du zwischen Werkstatt, Siedlung, Versorgungsrouten einrichten. Ach, hör mir auf. Okay, da brauche ich Charisma 6 für. Und dann, okay, wir brauchen uns zwei Skillpunkte. Gut zu wissen. Sehr schön. Ne, Hundi? Freust du dich? Ja, du freust dich. So, wir teleportieren uns mal ganz kurz dahin, wo wir noch hin wollten. Und zwar dahin. Oh, da sehen wir dann ein schönes Bild. Unten steht bestimmt wieder eine ganz tolle Information, die mich aber noch gar nicht interessiert. Ja. Weil da könnte ein Spoiler dabei sein und die interessieren mich einfach gar nicht.
Weil ich das hier alle selber gerne erleben möchte. So, das Ding haben wir abgeschlossen. Sind hier eigentlich noch welche oder ist das Ding... Na toll. Können wir hier hoch? Es geht nur außen rum, oder? Du siehst mich nicht. Du siehst mich gar nicht. Ich gehe außen rum. Ich gehe. Scheiße, was war das? Scheiße. Habt ihr das gehört? Hundi. Was? 43%. Moment. Ein garantierter Treffer. Okay, die Apfel. Na, dir geht's wieder gut, Hundi? Moment, kam ich von hier raus? Oder war das eine andere Tür? Ich war ja noch gar nicht dabei gewesen. Natürlich. Nee, du? Hier kam ich raus. Aha. Das ist ja interessant. Ich war ja noch nicht in der ganzen Fabrik gewesen, um vor allen Dingen zu looten eigentlich. Aber ich muss gleich wieder eine Aufnahmepause mal machen. Okay, ein bisschen Platz haben wir eigentlich noch, aber trotzdem. Immer nur eine begrenzte Zeit zum Aufnehmen am Tag, wenn überhaupt. So. Okay, wir könnten da hoch, aber ich will jetzt mal da vorne die einen looten gehen. Die wir davon umgeknüppelt haben. Hier im Helm sieht das ganz schon ganz anders aus. Wow, kommst du näher? Ach, ich liebe Uncut. Danke. Na, da ist das Auge. Ach, ich find's so gut. Ich liebe Wets. Das macht einfach so einen Spaß. Hat er gerade seinen Kopf wieder bekommen gehabt? Ja, auch. Ja, ernsthaft, das macht so einen Spaß, Wets. Nein, wegen dem Witz macht Fallout so einen Spaß, ey. Da kommen die ganzen anderen Sachen dazu. Alles looten, entdecken. Ach ja. So, war hier oben nicht noch einer drin? Du. Lass mal ganz kurz durch. Danke. Cool. Wo bin ich denn hier? Okay, da unten könnte man noch lang. Ja, vielleicht erstmal eine Fabrik. Komm, so ein paar Minuten mache ich noch. Desto länger wird auch die Folge. Weil ich werde jetzt vorher garantiert keinen Cut mehr machen, außer die Folge geht jetzt noch länger, 20 Minuten. Dann mal gucken. Ich glaube auch weniger. Ich glaube, da vorne war nur einer zum Looten und da drüben. Wegpacken hier. Du. Ich habe davon auch schon mal ein paar erschossen gehabt. Muss mal gucken, wo. Nicht, dass
ich denn hier auf einmal über sie und die liegen die ganze Zeit hier rum mit ihrem ganz tollen Zeug. Okay, jetzt wird's neblig. Wo ich hier runter gucken möchte. Hier haben wir noch einen. Weil die nicht hier runterfallen. Okay. Du, 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 du. Das macht Spaß. Da ist was im Schuh. Du, 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 du. Wir rennen mal darüber. So, da haben wir hier feines Duschen gelagert. Eine Schüssel. Ein Schrank. Ein Hundenapp, die nehmen wir mal mit. Für unser Hundi. Nee, du? Klebeband. Schön. Freut man sich doch. Hm. Aluminiumkanister, ein Ölkanister lassen wir mal da. Wo ist da Öl drin? Na, wir nehmen ihn trotzdem mit. Vielleicht ist da ja irgendwie Öl drin. Oder landet ihn einfach nur beim Schrott. So. Okay, die Dose mitnehmen, nehme ich die auch mit. Ich weiß manchmal nicht, warum ich manchmal die Dosen mitnehme, manchmal nicht oder so. Ein Schutzhelm. Ja, wenn der schon da rumliegt. Das fällt unter Schrott. Komponenten an sich zu sortieren. Kann ich den irgendwie werfen? Du kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten, Hundi. Aufgepasst. Pass mal auf. Du, 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 du. Machst du damit irgendwas? Wirklich, ne? Ich hab gedacht, der spielt damit rum oder so. Ich hab gedacht, vielleicht kann ich den mal zuwerfen. Eine Sicherung. Schön. Gucken wir mal ganz kurz hier unten. Da ist auch noch eine Tür. So, haben wir die schon gelootet? Die sehen nicht gelootet aus. Das ist ein ganzer Komplex hier. Ne, da war nix. Hund schon da unten? Und? Dogmeat! Hey, hier drüben! Ja komm, fall halt um. Geht doch. Jetzt hat die Waffe immer runtergeschmissen, oder? Schön hier bleiben.
Gut. Naja, ich mache trotzdem noch eine Aufnahmepause und wie es weitergeht und was wir in dieser Fabrik noch erwarten bzw. sehen und alles, das sehen wir in der nächsten Folge von Fallout 4. Bis zum nächsten Mal. Got a doll, baby, I love her so. Nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. A regular pint-size atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Bum, bleada, bum, bleada, bum, bleada. Atom bomb baby, loaded with power, radioactive as a TV tower, a nuclear fission in her soul, loves with the electronic control. Atom bomb baby, little atom bomb, I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be, a million times hotter than TNT. Atom bomb baby, boy she can start one of those chain reactions in my heart. A big explosion, big and loud, mushrooms me right up on a cloud. Atom bomb baby, little atom bomb, I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be, a million times hotter than TNT. Bum, bleada, bum, bleada, bum, bleada. Atom bomb baby, sweet as a plum, carries more wallop than uranium. When she kisses, there's no hitch, 0 hours she turns on the switch. Atom bomb baby, little atom bomb, I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be, a million times hotter than TNT. Atom bomb baby, little atom bomb, I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be, a million times hotter than tea.